In der Stadt Rothenburg ob der Tauber übt ein Mann ein Handwerk aus, das wie kein anderes das Leben unserer Vorfahren veränderte. Es ist das Handwerk des Turmuhrbauers. Mit der Installierung ihrer mechanischen Wunderwerke auf Kirchtürmen sorgten die Turmuhrbauer dafür, dass Zeit nicht länger ein persönliches Empfinden war, grob gegliedert in Hahnenschrei, einer im Zenit stehenden und untergehenden Sonne, sondern nun der Zeitraum zwischen vorher und nachher eine für jedermann erlebbare Ordnung erhielt, durch Glockenschläge, die auch noch draußen auf den Feldern zu hören waren. Robert Dürr gehört zu den wenigen seiner Zunft, die noch von der Zeit der mechanischen Turmuhren berichten können. Von dem Aufwand, sie zu bauen, jeden Tag aufzuziehen, jeden Tag die Zeit neu einzustellen und das Werk zu warten. Es gibt wohl kaum einen Turm in diesem Landstrich, so ihn eine Uhr ziert, den er nicht x-mal bestiegen hätte und dessen Uhrwerke er nicht wieder und wieder der rasanten technischen Weiterentwicklung anzupassen hatte. Gab es zu Beginn seiner Ausbildung noch von Hand zu bedienende Ungetüme, so sind es heute Computer, funkgesteuert von einer zentralen Atomuhr, die über Elektromotoren die Zeiger antreiben, den Glockenschlag und das Läuten besorgen. Zwei solcher Uhren habe ich 1960 noch mit zwei Gesellen gebaut. Man hat ein Vierteljahr daran gearbeitet, bis so ein Werk abgeschlossen war. Solche mechanische Uhren werden heute nicht mehr gebaut. Diese Zeit ist vorbei. Doch habe ich das Glück, dass ich einen Auftrag bekommen habe, in Bad Windsheim eine schmiedeiserne Uhr wieder in Gang zu setzen. Da kann ich meine ganze Turmuhrenpraxis wieder mal in Anwendung bringen. Ich wollte eigentlich Bäcker werden, doch diese einzige Lehrstelle wurde von einem Verwandten des Bäckers besetzt. Daraufhin hat mich mein Vater beim Turmuhrenbauer Holzeder vermittelt und ich musste dann gleich nach der Schule dort die Lehre antreten. Seit über 30 Jahren werden hier in der Spitalkirche keine Gottesdienste mehr gehalten. Das ist mit ausschlaggebend dafür, dass dieses Gotteshaus nun zu einer Außenstelle des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim, zu einem Museum wird. Eine Rarität und ein Glücksfall für Meister Dürr. Denn jetzt kann er dafür sorgen, dass zum Beispiel dieses in seinen gewaltigen Dimensionen äußerst seltene 12 Meter lange Pendel wieder in Gang kommt. Wenn man eine Turmuhr plant, muss man zuerst in den Turm steigen. Dort vor allen Dingen als erstes die Fallhöhe messen. Das heißt also, die Gewichte, die die mechanische Turmuhr, alte mechanische Turmuhr braucht, die müssen 24 Stunden ausreichen bis zum nächsten Deckenbogen. Das muss vorhanden sein. Dementsprechend wird die Uhr gebaut. Als ich das erste Mal in die dunkle, schmutzige Werkstatt kam, das war für mich wie ein Schock. Ich habe am Anfang von Turmuhren überhaupt nichts mitbekommen. Ich kam schmutzig und dreckig nach Hause. Ich bin mit Widerwillen in die Werkstatt am nächsten Tag wieder gegangen und glaubte, dass das nie was werden wird. Aber es wurde was. Und als Robert Dürr 1959 die Werkstatt seines Lehrherrn übernahm, sprach sich schnell herum, dass es da wieder jemanden gab, der sein Handwerk verstand. Aha. Hier ist eine Sperre eingebaut. Jetzt müsste sich eigentlich das Rad nach rechts bewegen und ablaufen, wenn es frei wäre. Aber irgendwie ist hier ein Lager fest oder es ist ein Trieb abgenutzt, wo sich sperrt. Und die Uhr muss auseinandergenommen werden, um den Fehler zu finden. Günther! Nimm die Kurbel und zieh das Gewicht etwas nach oben. Wir lassen
die Gewichte nach unten ab. Jetzt macht Druck, ja. Gut, so, noch einmal, ja. Gut, weiter so. Zum nächsten. Jetzt kommt die Speiche wieder, die ist etwas weiter nach innen. So, ja, jetzt läuft es richtig. Wichtig ist, wenn man an die Uhr hingeht und will arbeiten, also zerlegen, die Paletten oder sonst wie, müssen vorher die Gewichte abgelassen werden. Und zwar mit der Kurbel langsam nach rückwärts. Und dann aufpassen, dass keine Kurbel herausrutscht. Weil mir ist das nämlich passiert, bei uns in der Stadt als Lehrling ist so ein Gewicht dann 12 Meter runter und hat eine Balkendecke durchgeschlagen, wo Bewohner unten gewohnt haben. Und es ging dann noch dazu in das Schlafzimmer. Ich durfte mich nicht mehr blicken lassen in dem Turm. Günther, ab! Dieses Gewicht ist ein Steingewicht und hat ca. 2 Zentner, schlägt auf die Viertelstunden. Und dann haben wir hier das Stundenschlagwerkgewicht, ist etwas leichter, auch ein Steingewicht, macht die Stundenschläge. Und das Gewicht, was hier liegt, treibt das Gehwerk an und löst zugleich den Viertelstundenschlag aus. Zehn Jahre ist diese Uhr nicht mehr gelaufen, bis dahin aber einige Jahrhunderte. Werden heute noch Maschinen oder Geräte gebaut, die über einen so langen Zeitraum ihren Dienst versehen könnten? Meister Dörr reinigt die Uhr zunächst nur oberflächlich, um nicht beim Abbau mit jedem Handgriff eine Staubwolke aufzuwirbeln. Dabei zeigt sich, wo alte schmiedeeiserne Teile durch neuere ersetzt wurden, wie hier zum Beispiel die Zeigerwelle aus Rundeisen. Vor 300 Jahren konnte Metall so noch nicht bearbeitet werden. Aha, 1729. Bevor ich die Zahnräder ausbaue bei der alten Uhr, die über 250 Jahre gelaufen ist, müssen alle Zahnräder gezeichnet werden, weil der Abrieb der Triebe so stark ist, dass wenn man die versetzt einbaut, nicht mehr laufen würden. Alle Teile der drei Werke, Gehwerk, Viertelstundenschlagwerk und Stundenschlagwerk, kennzeichnet Meister Dörr mit jeweils einer Farbe, da einige der Bauteile der verschiedenen Werke sich zwar gleichen, aber nicht austauschbar sind. Die ersten, die Turmuhren gebaut haben, waren Schmiede, deren Arbeiten aber nicht etwa das Ergebnis des Probierens waren. Nein, sie konstruierten die Werke nach den Gesetzen der Mechanik. So ist es nachzulesen. Wann wir die vorgeschriebenen Hauptregeln wohl observiert haben, als da sind die Höhe des Aufzugs, den waagrechten Stand und die Berechnung derer Turmuhren, muss das Werk geschmiedet werden. Hierzu gehöret, dass man einem jeden Stück seine gehörige Proportion gibet, damit die Teile einer Uhr einander in der Dauer gleich sind. Auch nicht eines eher als das andere zugrunde gehe. Oh, 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 oh. Da müssen wir ein neues Rad machen. Die Zähne sind total abgearbeitet, verschlissen. Wenn ich gegenüber das Zahnrad anschaue, da sind noch die vollen Zähne da und hier ist es nur noch ein kleiner Bestand. Der Verschleiß des Zahnrades an der Aufzugswalze ist so groß, weil beim Aufziehen ca. 150 Kilo wirken. Der Turmuhrbauer war auf eine gute Zusammenarbeit mit den Schmieden in den jeweiligen Orten, wohin man ihn bestellt hatte, angewiesen. Er konnte ja schlecht seinen eigenen Amboss unter den Arm nehmen. Hallo Schorsch, ich brauche deine Hilfe, grüß dich. Ja, das ist wirklich wahr, aber es ist so eingelaufen und verschlissen, das Zahnrad, und es ist auch Schmiedeeisen. Ja, das sehe ich schon. Geht es überhaupt? Dann mach ich mal. Da muss man was machen. Uhrwerke aus Schmiedeeisen, das gab es bis etwa Ende des 18. Jahrhunderts. Ab dieser Zeit wurden die Teile aus Gusseisen hergestellt.
wie auch die beiden Uhren, die Meister Dürr noch gebaut hat. Es lässt sich kaum vorstellen, welch langwieriges Arbeiten und vor allem handwerkliches Können es bedurfte, all diese Teile, die vielen Zahnräder des Uhrwerks, zu schmieden. In dieser Art, wie hier bei Meister Gundel, wird diese Arbeit wohl vonstatten gegangen sein. Ist das eine Arbeit. Aber jetzt, wenn die Zähne gemacht werden, das ist noch mehr Arbeit. Nach geschehener Teilung wird den Zähnen eine gehörige Proportion gegeben, dass dieselben nicht zu schwach und nicht zu stark, auch nicht zu kurz oder zu lang werden, damit sie die Last des Gewichts aushalten können und nicht geklemmt werden. So heißt es in dem alten Lehrbuch. So, schau ich mal rüber. Ja, das ist doch ganz gut geworden. Ja, ne, beim Zähnen wird es noch besser. Naja, ich überdrehe das sowieso. Aber machst mir vorher die Speichen noch rein, ja. Ne? Wo ich an die Turmuhren herankam und diese begriffen habe, diese Funktion der Turmuhr, da ist etwas in mir für den Beruf entstanden, das ich nie vermutet hätte. Und das war dann so spontan, dass ich tatsächlich dann selber Uhren gebaut habe, wo man gesagt hat, es ist ja nicht möglich, dass der Stift der Uhr baut. Die Arbeit an der Drehbank war für Meister Dürr eine Kleinigkeit. Aber jeden Zahn mit der Hand nachfeilen, damit ist er seit 2,5 Tagen beschäftigt. Es müssen viele Menschen an solch einer Uhr gearbeitet haben. 10 und mehr Zahnräder waren herzustellen, manche mit über 100 Zähnen. Die Hauptarbeit aber ist das Reinigen des Uhrwerks von jahrhundertealten Schmutzschichten. Nur Handarbeit ist erlaubt, denn bei einem Museumsstück müssen die alten Anstriche erhalten bleiben. Das Handwerk des Turmuhrenbauers beinhaltet eine Vielzahl von Berufen. Den Schlosser, den Schmied, den Klempner, den Dreher, den Fräser, den Maler, den Vergolder, neuzeitlich den Elektriker, auch den Elektroniker. Das alles muss ein Turmuhrenbauer können. Auch den Umgang mit Kupfer. Denn sowohl Zeiger wie Zifferblätter sind aus diesem Material. Meister Dürr treibt das Kupfer. Eine Arbeit nicht nur für das Auge. Das so veränderte Profil versteift die Zeiger, gibt ihnen Halt, obwohl das Material sehr dünn ist. Die Voraussetzung für leichte Zeiger. Die Zeit der mechanischen Turmuhren mit Handaufzug ist vorbei, weil es war ja damals ein Mann notwendig, der täglich auf den Turm musste, die Aufzugsgewichte hochziehen mit der Handkurbel. Das dauerte ungefähr fast eine halbe Stunde. Und dann musste er ja die Zeit wieder vorher am Bahnhof oder vom Radio holen und die Uhr wieder neu einrichten. Täglich musste das gemacht werden. Das konnte nicht die Lösung sein. Ich selber als Lehrling musste früh zum Bahnhof mit dem Fahrrad vom Meister die Taschenuhr bekommen, dort die Zeit abnehmen. Dann hat er die Hälfte der Türme gemacht und ich die andere Hälfte. Es war eine schöne Sache. Das war für mich wie ein Spaziergang, aber ich musste nach jeder Turmbesteigung mir immer wieder sagen, das ist zu anstrengend.
weil der nächste Turm war schon wieder fertig. Bis ich oben war, war die Luft schon ziemlich weg. Dann noch 3 Gewichte hochziehen. Beim Marktplatz waren es gar 5 oder 6 Gewichte. Da war Schluss, da musste ich aufhören. Die Babylonier sollen es gewesen sein, die den Lichttag in 12 Abschnitte teilten. Bald verstand man es im gesamten Morgenland, dieses Maß mit Sonnen-, Sand- und Wasseruhren sichtbar zu machen. Sichere Hinweise auf erste Turmuhren gibt es aus dem 14. Jahrhundert. Damals aber noch ohne außen angebrachte Zifferblätter. Es reichte, wenn nur der Glöckner die Zeit ablesen konnte, um die Glocke entsprechend anzuschlagen. Bei diesem Stundenschlagwerk, wenn da nicht ein Zahn richtig in den anderen greift, vom Zwischenrad bis zum Windfang hin, würde das, wenn einer das nicht genau weiß, wie er das einstellen muss, nie richtig schlagen. Und da ist es notwendig, dass Fallhebel in die Falle fällt, in das Schlossrad fällt und dann der Zughebel vom Hammerwerk oben rechtzeitig abfällt. Dann kann man garantieren, dass die Uhr das Schlagwerk der Stunde richtig schlägt. Das Steigrad aus Messing, Herzstück des mittleren Werks, des Gehwerks. Es hält das Pendel über den Ankergang in Schwung. Die Kraft dafür bekommt es von seinem 1,5 Zentner schweren Gewicht. Ja, lass aufliegen, ja, den Anker. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob das neue Zahnrad, das wir gemacht haben, auch in den Trieb richtig eingreift. Machen wir die Probe. 1. Also exakt. Das, was hier gemacht wurde, ist einwandfrei. Jetzt noch den Mitnehmer. Der Name sagt es fast. Der Mitnehmer, auf den Ankergang geschoben, bildet den Kontakt zum Pendel, nimmt es mit. Ansonsten hat das Pendel keinerlei Verbindung zur Uhr. Es ist völlig frei an der Decke aufgehängt. Hier bin ich an einem ganz wichtigen Teil der Turmuhr. Es ist die Minutenscheibe. Sie macht 2 Sachen. Sie treibt die Zeigepaare an, erstens. Und zweitens löst sie den Viertelstundenschlag durch diesen Auslösehebel nach oben über diese Einfallscheibe aus. Die wiederum, wenn der Viertelstundenschlag durchläuft, durch ein Gestänge, ebenfalls dann den Stundenschlag auslöst. Je länger der Weg ist, wo er drauf läuft, desto länger sind die Schläge. Der längste Weg ist also der 12-Stunden-Schlag. Dann verkürzt er sich zum 11 Stunden, 10 Stunden und so weiter. Das ist also eine ganz wichtige Funktion an diesem Uhrwerk. Das Seil bitte. Ja, ich hab's. So. Gehwerk. Viertelstundenschlagwerk und Stundenschlagwerk haben je ein Gewicht. Die letzten Jahrzehnte hingen sie an Stahlseilen. Meister Dürr hängt sie wieder an Hanfseile, wie es die Rekonstruktion verlangt. Ja. Jetzt stopp. Jetzt muss ich runter. Hochziehen, Günther! Die Zeiger werden angetrieben von der Minutenscheibe über die Zeigerwelle. So. Und dann geht es weiter mit der Zeigerleitung, die ich jetzt nach oben führe. Und die muss ich dann oben festhalten und der Günther soll sie dann einsetzen. 3 Funktionen also hat dieses Uhrwerk. Es zeigt die Uhrzeit an, es führt den Viertelstunden- und den Stundenschlag aus.
diese über je einen Draht, wie ihn Meister Dürr hier eingehängt hat. Das Gebetsläuten, also die Glocken hin und her schwingen lassen, das konnten diese Uhrwerke nicht. Das war vor allem Sache des Glöckners. Seit sich dafür kaum mehr jemand fand, eröffnete sich ein neues Arbeitsfeld. Läutemaschinen wollte man haben. Meister Dürr machte sich an die Arbeit. Der Einbau dieser Maschinen entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Standbein seines Betriebes. Löst das Schlagwerk aus. Ist gut. Günther, die Welle hoch. Langsam. Ja, als weiter. Na hoch. Bei langen Zeigerleitungen haben wir bei mechanischen Uhren das Problem, dass durch Temperaturschwankungen die Leitungen dann oft Spannungen bekommen, wenn da nicht Temperaturwechsel eingebaut sind. Das Spiel, das über diese Winkelwerke abläuft, das ist dann bei verschiedenen Zifferblättern, die an verschiedenen Seiten des Turmes angebracht sind, zu sehen, dass der eine Zeiger oft, wenn die Turmuhr 12 Uhr schlägt, der schon eine Minute drüber ist, der andere eine Minute vor. Und das kommt bei solchen langen Zeigerleitungen immer wieder mal vor. Damit die Temperaturwechsel auch funktionieren, müssen sie geschmiert sein. Die große Palette an Fähigkeiten, das Beherrschen einer Vielzahl von Handwerkstechniken und auch die Möglichkeit, künstlerisch zu gestalten, das gehört zu den Besonderheiten dieses Berufes. Bis ein Zifferblatt oder wie man früher sagte, eine Weisertafel dieser Größe fertig ist, der Rahmen geschweißt, mit Kupfer bezogen, mehrmals gestrichen und die Zahlen mit Blattgold belegt sind, gehen gut 5 Tage ins Land. Bei Sturm können wir am Turm keine Zifferblätter hochziehen. Da ist mir Folgendes passiert. Der Sturm hat das Zifferblatt wie einen Drachen nach oben geschmissen und ich habe das Seil versucht, um den Grabstein zu wickeln und da fiel auch der Grabstein mit um. Günther, ans Zifferblatt, weiter. Ja. So, Günther, Absteller. Ja, jetzt ist in Ordnung. Das Werkzeug, alles muss da sein. Wo sind die Zeiger? Wenn wir die Zeigerpaare anmontieren, wird zuerst der Stundenzeiger auf das Stundenrohr vom Zeigerwerk geschraubt. Danach kommt der Minutenzeiger auf die Minutenwelle, fest anziehen. Dann wird im Nachtrag, das ist sehr wichtig, der Stundenzeiger absolut genau nach dem Minutenzeiger senkrecht im Lot ausgerichtet. Wenn das nicht ist, dass irgendein Zeiger dann im Nachhinein nicht genau wäre, dann wird die Sache schlimm, weil das Gerüst ist abgerüstet und wir müssen dann mit einem Kran das wieder beheben, was teuer kommen kann. So, jetzt kommt's drauf an. Günther, schieb das Pendel an. Land.
Mein ganzes Leben lang habe ich mich bemüht, die Zeit immer genauer in den Griff zu bekommen. Aber ich frage mich, ob wir uns damit einen Gefallen getan haben. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. Ich bitte dich aber, mit Gelassenheit jede Stund füllen zu können. Und dass ich ein wenig dieser Zeit freihalten kann von Befehlen und Pflichten. Ein wenig für die Stille und für die Menschen am Rande meines Lebens. Die Inschrift auf einer Kirchenuhr. Hast du alles? Ja, ich hab's.